Es war 2015, da habe ich mich zum ersten Mal mit dem Begriff Rente beschäftigen müssen. Ich hab mich damals einfach nicht für den Begriff interessiert. Und verschiedene meiner Kunden haben dann immer gesagt, du wirst doch bald Rentner, was machst du denn da und so weiter und so fort. Und das ist mir dann irgendwie zu viel geworden. Ich habe dann irgendwann einfach mal nachgeschaut, was eigentlich Rente bedeutet. Und da fand ich in der Enzyklopädie zwei Dinge. Das eine hieß Rentner kommt von Rennen. Das hat mir recht gut gefallen. Und die zweite Sache hieß Rentner warten auf den Tod. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und deswegen, die mich kennen und mich hier sehen, die können verstehen, was ich damit meine. Denn ich habe mich für die erste Variante entschieden. Ich bin heute 70, fühle mich noch fit. Habe keinen Stress mehr, ich muss heute nichts verkaufen, ich muss niemandem dienen, außer mir selbst. Und ich möchte vielleicht am Anfang ein bisschen was aus meinem Leben erzählen. Also ich bin im Mai, am 9. Mai 1951 geboren, kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie das genau gewesen ist, aber der, wie man so schön sagt, der liebe Gott hat anscheinend, war vielleicht nicht ganz konzentriert. Er hat mir dann halt zwei linke Hände geschenkt und mein Bruder, der anderthalb Jahre später geboren wurde, hat die rechten Hände. Ich habe nur mein Mundwerk gehabt. Mein Bruder, als einer der bekanntesten zu seiner damaligen Zeit, heute auch Rentner, Schweißer in der DDR gewesen, der nur im Ausland eine Spezialschweißung gemacht hat. Aber so war das halt mit der Verteilung. Ich bin erstgeborener Sohn eines Landwirts. Wir hatten eine kleine Bauernwirtschaft mit 4,5 Hektar im damaligen Bezirk Erfurt in Thüringen, heute in Thüringen. Und ich habe dann 10. Klasse gemacht und bin dann, was sehr gut war, in das Weimarwerk gegangen, in eine Lehrlingsausbildung mit Abitur. Das ging nicht 2 Jahre, sondern 3 Jahre und war dann nach 3 Jahren hatte ich mein Abitur und war dann Maschinenbauer, Maschinenbau mit Abitur hieß das. Und habe dann anschließend meine Armeezeit hinter mich gebracht, 18 Monate Grundwehrdienst. Und bin dann zum Betriebswirtschaftsstudium nach Zwickau gegangen und abgeschlossen dann 1977 im Frühjahr als Diplom-Ingenieurökonom. Das nennt sich heute ein bisschen anders, das gibt es heute nicht mehr. Ich bin dann mit sehr jungen Jahren, in Weimar gab es keine Wohnungsmöglichkeit, aber da nichts versprochen. Und als einer der recht guten Studenten konnte ich mir aussuchen und habe mich dann entschieden für eine Stelle im damaligen VEB Dämpfer bei Lommatzsch. In Lommatzsch war eine Stelle frei als Direktor für Verkauf. Ich habe dann angefangen 1976 während meiner Diplomphase noch und habe dann 9 Monate Absatzleiter gemacht in diesem Direktorat und war dann schon zum 1.1.78 Direktor für Verkauf im damaligen VW Dämpfer bei Lommatzsch. Das war ein 500-Mann-Betrieb. Also eine ziemliche Karriere gemacht, was die Besetzung betraf. Und das hing aber sicherlich, das hat mich damals sehr geprägt, was meinen Ehrgeiz betraf. Ich sage heute meinen vielen Studenten, die ich im Laufe der letzten 30 Jahre bei mir zeitweilig beschäftigen konnte, sage ich also immer, Leistung ist das eine, aber der Ehrgeiz, was aus seinem Leben zu machen, selber auf sich stolz zu sein, ist eigentlich einer der größten Dinge, für mich maßgebend, um Menschen zu beurteilen hinsichtlich ihres Werdegangs. Ich habe dann wie das damals hieß, sozialistischer Leiter, ein Jahr dann die Bezirksparteischule in Dresden, Georg Wolf, absolviert, war dort Studienorganisator, habe das mit 1,00 gemacht. Das sage ich nicht, um damit anzugehen, sondern es war damals eines der wenigen Dinge, wo man Verzicht üben musste, denn mein Direktorengehalt wurde im Prinzip nur zu 70% in diesem Jahr gezahlt, 30% musste man selbst beibringen. Und das war halt eine Sache, aber die war notwendig und da muss ich mich auch nicht dafür schämen, weil man hatte dann mit mir vor, dass ich mich im Ausland engagiere. Ich war dann infolgedessen von 1983 bis 1988
in Libyen mit meiner Familie, mit meiner damals sehr jungen Familie, und habe dort nach einiger Einarbeitung Direktor des Branch Office dort gemacht. Wir haben dort es geschafft, die größten Hotels mit Nagema Küchenausrüstung nachzurüsten damals. Ich habe es geschafft, 50 Mähdrescher, damals Fortschritt-Mähdrescher E514, gegen die gesamte Westkonkurrenz zu verkaufen. Da gäbe es alleine eine Sendung dazu, Gespräch dazu zu machen. Und wir haben damals, das war das Hauptproblem, wir haben 30.000 Tonnen Getreidesilos, hat die DDR gebaut. Agro Anlage Dresden war damals der Generalauftragnehmer mit einem indischen Subkontraktor. Das hat massive Probleme gegeben. Das ist, wie gesagt, eine Extrageschichte. Die Laufzeit war 30 Monate. Nach 90 Monaten waren wir mit dem Projekt immer noch nicht fertig. Und dort hat man eigentlich auch schon die Probleme, die es in der DDR gab, im Außenspiegel natürlich noch viel deutlicher gesehen. Ich bin dann zurückgekommen. Ich hatte, wie gesagt, dort auch ein Strafverfahren als Direktor des Branch Office abzusitzen und konnte also 2 Jahre nicht nach Hause fahren. Und als ich zurückkam, dann hatte ich also, wie gesagt, rund 90 Tage Urlaub, und dann passierte Folgendes, dass der Nachfolger in dem Branch Office Direktor, der dann halt hat sich in die BRD abgesetzt, und dann haben natürlich einige in Berlin das etwas anders wieder gesehen und ich bin immer kritisch gewesen, etwas rehabilitiert worden, und man hat mit mir gesprochen und ich wurde dann sofort praktisch wieder reisefähig gemacht, aber in Richtung Bundesrepublik. So, und habe dort vom September 88 bis April 89 dort in einer Spezialgruppe gearbeitet. Und dann kam ja die heute sogenannte politische Wende. Ich habe dann 1990, haben wir dann eine Firma gegründet, die Firma Kotte. Der Herr Kotte ist heute leider verstorben, schon länger. Haben wir eine Firma Landtechnik Hofmann GmbH gegründet. Das habe ich aber dann relativ schnell wieder aufgegeben. Ich habe meine 30% Anteile wieder verkauft, weil ich gesehen habe, dass die deutsche Einheit mit großen Schritten auf uns zukommt. Und das Konzept war ein anderes. Und die deutsche Einheit hat mir gesagt, dass es natürlich für die Ostdeutschen schwierig sein wird, sich ökonomisch dann in dem neuen System zu behaupten. Ich habe dann mich beworben und habe dann nach Gesprächen am 7. Januar 1991 bei der Firma Horsch angefangen. Das war eine Firma, eine sehr, sehr kleine Firma, aber für mich gab es keine großen Alternativen. Und Horsch hatte auch nicht sehr viele Bewerbungen, und habe dort angefangen. Halbes Jahr auf Probe, das ist natürlich relativ schnell zum festen Arbeitsvertrag gekommen. Habe 10 Jahre für die Firma Horsch gearbeitet in Lohnabhängigkeit. Habe im Prinzip den Markt in Ostdeutschland, später in Hessen, Niedersachsen aufgebaut. Aber wir haben dann halt verschiedene Probleme gehabt. Probleme, die sind dann so kulminiert, dass ich dann in einer nicht ganz durchdachten Situation gekündigt habe bei der Firma Horsch. Denn diese Kündigung habe ich dann später wieder zurückgenommen. Wir haben uns dann geeinigt, eine eigene Firma zu gründen. Die Idee hatte meine Frau, da bin ich ja heute noch dankbar. Ich hätte mir das selber vielleicht gar nicht zugetraut. Und der Walter Horsch, das ist der eigentliche Nestor und Gründer der gesamten Horsch-Aktivitäten. Ein richtiger, so wie man sagt, alteingesessener, eingefleischter Kaufmann. Der hat das damals unterstützt. Ich habe dann im März 2001 eine Firma gegründet, die Fachagentur Bodenbearbeitung Saat. Später ist das um den Begriff Pflanzenschutz erweitert worden, als wir die Firma Leb vertreten haben. Und bin dann zum 1. August 2001 bei Horsch ausgeschieden und hatte einen Handelsvertrag mit der Firma Horsch abgeschlossen, also die neue Firma, die meiner Frau und mir gehört. Mit einer Laufzeit von 10 Jahren plus weitere 5 Jahre Verlängerung, weil damals war ich ja als alter Neugründer 50 plus 10 sind 60 plus 5 Jahre Erweiterung 65. Das heißt, dann konnte ich in Rente gehen. So, und der Grund eigentlich, warum wir uns da etwas auseinandergelebt haben, lag in persönlichen Dingen, die hingen also eigentlich
das werden viele nachvollziehen können, die es erlebt haben, in dem Verhältnis zur Frau von Michael Horsch. Aber da wollen wir nicht weiter drüber reden heute. Da habe ich genug gesagt und geschrieben. Und der inhaltliche Hauptgrund war die Frage, wie wird Landtechnik vertrieben? So, wir haben in den ersten Jahren, da blieb ja Horsch nichts anderes übrig, als kleine Firma, um sich zu behaupten, sind wir natürlich immer zu den Landwirten gefahren, Michael Horsch und ich. Ich bin ja Betriebswirt von der Ausbildung und dann haben wir den über pfluglosen Ackerbau erzählt. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre dann so entwickelt, wenn Sie sich heute die Firma Horsch angucken, denke an die 2000 Beschäftigte, im Moment wird wieder groß investiert in Thüringen. Und ich würde sagen, in Europa ist also niemand, der da irgendwo noch einen größeren Umsatzvolumen erreicht hat, als in dem Bereich Bodenbearbeitungssaat und inzwischen auch Pflanzenschutz. Wobei Pflanzenschutz ein Glücksfall für die Firma Horsch sicherlich ist, dass man damals die Firma Leb, sich bei der Firma Leb mehrheitlich einkaufen konnte. Wenn man das jetzt rückwärts sieht, ist das also ein ganz, ganz wichtiger und großer Schachzug gewesen der Firma Horsch. Und ich habe damals, als es um den Vertrieb ging, habe ich 1999 im November, das klingt ein bisschen hochtrabend, einen Denk- und Verhaltenskodex mal aufgestellt, um mal darzustellen, wie man Landtechnik vertreibt. Denn Horsch ist in diesen 10 Jahren, als ich beschäftigt war, deshalb sehr stark vorangekommen, weil wir zu den Betrieben gefahren sind und nicht denen erzählt haben, dass eine rote Maschine besser ist, in dem Bewusstsein, dass morgen jemand kommt, der sagt, eine blaue oder eine grüne ist besser, sondern wir haben über Inhalte gesprochen, wir haben über Ackerbau gesprochen und wir haben über Betriebswirtschaft gesprochen. Und da die Firma Horsch immer weiter gewachsen ist, gab es natürlich irgendwann einen Punkt, wo man sagt, wie können wir dieses Niveau weiterhalten? Das war bei dem Wachstum nicht möglich. Und die Intention, die eigene Firma zu gründen, war dann die, um in dieser Fachagentur das Vertriebskonzept, was wir in den 90er Jahren bei Horsch hatten, weiter zu perfektionieren, aber dann in einen eingeschränkten Raum. Ich habe dann in der Fachagentur im Wesentlichen Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt bearbeitet. Wir waren in den 15 Jahren danach, also in der wir als Händler fungierten. Wir haben ja nur Horsch gemacht und später, wie gesagt, Leb. Aber in Abstimmung mit Horsch, wir waren 15 Jahre hintereinander bester Händler in Deutschland. Wir haben also zuletzt mit insgesamt 9 Beschäftigten stabil über 13 Millionen Euro Umsatz gemacht, keine Werkstätten. Wir waren also nur mobil unterwegs, Maschinen wurden in Strecke geliefert, es war eine sehr erfolgreiche Zeit. Traurig war natürlich, als Horsch 30 Jahre, ist ja 1984 gegründet worden, 2014 30 Jahre gefeiert hat, dass in der Laudatio vom damaligen, inzwischen ausgeschiedenen Geschäftsführer, ich nicht mehr erwähnt wurde. Man wurde nur bezeichnet als, da gab es jemand, der mal 80% des Umsatzes alleine realisiert hat. Das waren leider Gottes Dinge, die dann halt menschlich nicht so schön waren. Aber es war halt bewiesen, dass also diese Art von Vertrieb natürlich einmal massiv in den Kosten spart und auf der anderen Seite sehr erfolgreich ist. Ich bin dann ausgeschieden, etwas ein Jahr vorfristig. Das war ein Wunsch von Horsch, braucht man heute auch nicht mehr drüber reden. Und ich habe es dann geschafft, mit manchem Widerstand meine gesamte Mitarbeiter, mein kleines Kollektiv, komplett an die Agravis überzuleiten. Die haben also keine Lohn- oder andere Verluste gehabt. Und wenn man sich heute das anguckt, dann ist das so eine Art Speerspitze für mich. Meine Mitarbeiter, die sind heute eigentlich im Rahmen der Agravis diejenigen, die am meisten Umsatz bringen, die sicherlich am wenigsten Kosten haben. Und ich habe letztens einen meiner ehemaligen Techniker gratuliert zum Geburtstag und er hat mir gesagt, Chef, wir machen genau das Gleiche, was Sie uns beigebracht haben. Es heißt jetzt nur halt anders. Ja. So, und ich habe in dieser Zeit natürlich ein Schlüsselerlebnis gehabt. Das hat mich auch privat sehr geprägt. Horsch hat ja in diesem Forschungszentrum oder wie das hieß, im FIT-Zentrum damals, sehr regelmäßig Veranstaltungen organisiert. Und eine Veranstaltung, hatte ich den Auftrag, den Professor Werner Bergmann in Jena wohnhaft, der war damals 80, den durfte ich, Jena ist ja nicht weit von meinem Wohnort, durfte ich abholen. Und den habe ich dann
etwas langsam gefahren nach Schwandorf geschafft, zu einer solchen Veranstaltung. Und von Wien kam die Frau Professor Kutschera, die war 90 damals. Und am nächsten Tag haben die beiden Professoren im Prinzip im Wesentlichen diese Veranstaltung gestaltet. Die Frau Professor Kutschera hat den Wurzelatlas damals geschrieben, das ist wohl heute in allen Sprachen übersetztes Standardwerk für Landwirte. Und der Professor Bergmann war ein Spezialist, der sich mit Mikronährstoffen und diesem Ding beschäftigt hat. Wir haben uns natürlich dann auf der längeren Fahrt viel unterhalten. Und der Professor hat mir dann im Nachgang hat mir erzählt, wie Pflanzen reagieren und was auf den Menschen übertragbar ist. Und hat mir im Nachgang eine ganze Reihe in großen Umschlag Unterlagen geschickt. Und dann habe ich auch begriffen, dass man also nur nicht mit Brot, Butter und Speck alleine gesund ist, sondern dass man also eine ganze Menge mehr bedarf, um also gesund zu bleiben. Im ersten Variante wird man halt vielleicht nur fett, aber man ist, das heißt nicht, dass man dann gesund ist. Das war für mich ein ganz wichtiger Einschnitt, das zu erleben. Und der Vertrag lief, wie gesagt, eigentlich bis Ende 16, aber Horsch hatte den Wunsch, den etwas eher zu beenden, sodass ich eigentlich der letzte Tag als Händler der Firma Horsch war der 31. März 2016. Es hat natürlich, inhaltlich war es natürlich eigentlich Blödsinn, aber da es erhebliche Abfindungsbeträge gab, konnte mein Portemonnaie dann auch nicht Nein sagen. Aber moralisch hat mich das ziemlich, ziemlich beschäftigt. Ich habe dann wirklich, ich musste in dieser Zeit wirklich eine Auszeit nehmen und habe ja schon lange vorgehabt, mal ein Buch zu schreiben und habe dann die Zeit vom April 2016 bis Ende Februar 2017 damit verbracht, das Buch zu schreiben. Das Buch, der Titel des Buches, hat mir auch jemand aus der Landwirtschaft eigentlich die Idee geliefert. Der hat mir gesagt, du Nürnberger, wenn du immer ständig Wasser nach oben schüttest, also dich mit den Oberen anlegst, brauchst du dich nicht wundern, wenn du dann öfters mal selber nass wirst. Deshalb habe ich mein Buch auch genannt, im Nora Verlag Berlin erschienen, Wer Wasser nach oben schüttet. Ich bin da ziemlich stolz, weil ich habe jetzt fast 1000 Bücher verkauft. Die Bücher werden verkauft komplett zugunsten meiner Indienhilfe. Das wäre wieder ein anderes Thema. Ich habe mit meiner Frau über 500 indische Patenkinder, wo wir denen jährlich das Schulmaterial sichern. Wir haben Schulen ausgerüstet etc. Aber dann, als das, wie gesagt, dann zu Ende ging, 2015, hat mich dann ein polnischer Geschäftsfreund, mit dem ich sehr viel Gebrauchtmaschinen gemacht habe, der auch inzwischenzeitlich Horschhändler, erfolgreicher Horschhändler in Polen war, der hat mich mal intern angesprochen, ob ich mir nicht Folgendes vorstellen könnte. Er hätte die Firma Mitsuri in England, wäre er Händler in ganz Osteuropa. Das sollte aber niemand wissen, weil er sonst den Horschvertrag verlieren würde. Aber ob ich nicht ihm in Deutschland das Vertriebsnetz aufbauen könnte. Das habe ich dann versucht, ab 2017 bis Ende 2020. Muss ich sagen, ich bin da auch grandios gescheitert. Das war mir aber eigentlich im Grunde genommen vorher klar, aus meinen Erfahrungen. Denn wenn man sich heute das ansieht, dann die großen Händler, die noch übrig sind, es sind ja sehr, sehr ausgedünnt, die spüren natürlich die Macht der Hersteller. Das heißt, die großen Händler, die dürften gar nicht die kleine Firma Zuri handeln, die ja sich ja nur mit einem einzigen Produkt, mit diesem Strip-Deal-System beschäftigt, was also praktisch eine Art Erstsieder ist in Einzelscharführung. Und dann würden sofort Konsequenzen in Kürzung der Rabatte und andere Dinge erfolgen oder Kündigung des Vertrages und diese Dinge. Und die Kleinen, die haben die finanzielle Kraft oft nicht. Die sollten ja nicht Prospekte verteilen, sondern nach meinem Denken über den Vertrieb müssen die ja eine inhaltliche Arbeit machen. Die müssten also mindestens eine Maschine haben und müssten das demonstrieren und zeigen und ackerbaulich insgesamt betreuen. Sodass das also nur rudimentär gelungen ist, da ein Händlernetz aufzubauen.
Ich habe aber damals das schon vorher ja gewusst und habe dann gesagt, da gab es auch einen Hinweis aus der Politik, wenn auf meiner Karte stand Zuri, dann haben sich manche damit schwer getan. Sodass ich also eine neue Karte habe und habe gesagt, okay, ich höre da auf. Ich habe das ein Jahr vorher vollfristig beendet, die Zusammenarbeit mit den Polen. Und habe dann gesagt, ich will nur noch das Verfahren, diese neue Technologie rüberbringen. So, und deswegen bin ich heute frei, mache das, weil es mir Spaß macht. Es ist nicht eine Frage, dass man da Geld verdienen will. Es geht mir eigentlich darum, möglichst meine Kosten zu decken. Das wird ab 21 nicht so einfach. Aber ich muss auch ehrlich sein, und alle werden mir das wirklich abnehmen, die mich kennen. Es ist für mich auch eine Art Gesundheitsprogramm. Also ich arbeite gerne, ich bin gerne mit Menschen zusammen, ich unterhalte mich sehr viel, ich weiß eine Menge, manchmal weiß ich sehr wenig, aber dann kann ich mir immer wieder helfen, dass ich viele Leute kenne, die auf diesem speziellen Gebiet etwas wissen. Und da ich nichts verkaufen muss und unabhängig bin, hilft mir das eigentlich sinnvoll, meine Zeit zu verbringen und auf die Probleme, die wir haben, einzuwirken und zu versuchen, dem landwirtschaftlichen Berufsstand zu helfen.